muss ich irgendwas machen. Die riechen ganz schön. Oh, hallo. Ja, willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt schon gesehen, dass die Schuhe bei mir gerochen haben. Das kennt vielleicht jeder, der Turnschuhe trägt oder auch Sneakers trägt. Nach einer Zeit riechen die einfach mal unangenehm. Dazu auch hier der Wodka. Der ist heute eigentlich nicht zum Trinken da. Mit dem Wodka möchte ich den Geruch neutralisieren von den Schuhen. Ich habe mal recherchiert, was man da machen kann. Das möchte ich euch jetzt in einem nachfolgenden Video zeigen. Dazu brauchen wir dann auch hier eine Sprühflasche. Hier ist Wasser drin in der Sprühflasche und im gleichen Teil Wasser und Wodka füllen wir jetzt hier rein und dann neutralisieren wir den Geruch in unseren Turnschuhen damit. So, jetzt haben wir hier unser Wodka-Wasser-Gemisch, gleichen Teil Wodka, gleichen Teil Wasser. Und ja, die Schuhe machen wir so weit es geht auf. Wenn es nicht weit genug geht, vielleicht die Schnürsenkel noch ein bisschen öffnen. Und am besten macht ihr das abends, weil die Schuhe ein bisschen feucht dadurch werden. Dann kann das über Nacht abtrocknen. Wir nehmen jetzt hier unseren Wodka-Wasser-Gemisch und sprühen in den Schuh rein. Und der Wodka ist antibakteriell und tötet die Bakterien, die sich jetzt im Schuh befinden, ab. Und dadurch wird der Geruch neutralisiert, denn der Geruch entsteht ausschließlich durch Bakterien, durch ja, Schweiß. Und dadurch entsteht dann der Gestank und durch den Wodka wird das Ganze dann neutralisiert. Ja, wie ihr gesehen habt, kann man so einfach den Geruch im Schuh neutralisieren. Warum nehmen wir dafür Wodka und jetzt keinen anderen Alkohol? Theoretisch könnt ihr auch jeden x-beliebigen anderen hochprozentigen Alkohol nehmen. Aber wer möchte schon, dass seine Schuhe nachher nach Jägermeister oder Fernet Branca riechen? Deshalb würde ich euch hier Wodka empfehlen. Der ist an sich selbst geruchsneutral und neutralisiert zusätzlich durch die antibakterielle Wirkung auch noch den Gestank in euren Schuhen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich hier abonnieren, einfach auf den Abo-Button klicken und dann sage ich Prost, bis zum nächsten Mal.